Ach ja, Leute, allein wenn ich darüber nachdenke, wie viel Zeit ich einfach investiert habe, Videospiele auf dem 3DS zu zocken, das ist schon heftig. Und ich bin auch ultra dankbar dafür, dass Pokémon ein Teil meiner Kindheit war. Wenn ich mich auch an die Zeiten erinnere, wo wir auf dem Schulhof Pokémon-Karten getauscht haben, das war heftig. Ich habe diese Zeiten miterlebt, wo wir auf dem Pausenhof Pokémon-Karten getauscht haben. Und ich selber habe auch mit der ersten Gen angefangen. Pokémon Rot, Blau, Gelb. Ich habe auch die zweite Gen richtig durchgesuchtet und auch die dritte Gen. Ich weiß zum Beispiel noch, wo wir mit mehreren Leuten einfach zusammen Pokémon gespielt haben. Wir haben uns auch so krass im Internet erkundigt, wo man gewisse Pokémon fangen kann. Ich verbinde zum Beispiel Pokémon Sprout richtig tolle Zeiten. Und irgendwann hat auch zum Beispiel Nintendo Pokémon Alpha Saphir rausgebracht für den 3DS. Darüber habe ich mich auch sehr gefreut. Und zum Beispiel hier ist Kyogre. Kyogre ist ein cooles Pokémon. Und ich bin auch Nintendo ultra dankbar, dass sie bis heute noch Videospiele rausbringen. Und dass Nintendo aber auch ein wichtiger Teil meines Lebens war und bis heute auch immer noch ist. Ein Teil meines Contents auf meinem YouTube-Kanal besteht aus Nintendo-Content. Nintendo begleitet mich aber schon so lange durchs Leben. Und das bis heute noch. Das ist einfach der Wahnsinn. Und ich möchte mit euch heute einfach in diesem Video auch über ein paar Videospiele reden und einfach mit euch zusammen in Nostalgie schwelgen. Wenn ich mich zum Beispiel zurückerinnere, Super Mario 64 war auch ein Teil meine Kindheit. Und zum Beispiel der Soundtrack, der bei einer Wasserwelt abgespielt wird, der ist einfach wunderschön. Und ich glaube, jeder kennt das von euch, dass man mal Videospiele spielt, wenn es vielleicht auch einem schlechter geht, um sich halt in dem Moment abzulenken. Oder man spielt einfach Videospiele, weil man halt in ein Abenteuer reintauchen will, was man so als Mensch auch selber nicht erleben kann. Oder wenn ich nur darüber nachdenke, wie viele Spielstunden ich insgesamt investiert habe, wo ich Mario Party Spiele gezockt habe, das ist einfach der übelste Wahnsinn. Und Videospiele können halt auch gerne mal Leute zusammenbringen. Und ich glaube, Mario Party Steven ist der Mario Party Teil, den ich am meisten gespielt habe. Und ich finde auch, dass es bei Mario Party dazugehört, dass man mal ausrastet. Oder Mario Smash Football, das war auch ein Spiel meiner Kindheit, was ich sehr gerne gezockt habe mit meinem Bruder oder mit anderen Leuten. Und ich weiß sogar noch, ich habe Super Mario 3D World mit ein paar Kumpels gezockt. Und das war mega cool, einfach mit ein paar Kumpels Super Mario 3D World gezockt zu haben. Oder alleine, wenn ich nur an Super Mario Sunshine denke. Super Mario Sunshine war auch ein Spiel meiner Kindheit. Und ich habe auch viele Stunden damit investiert, Super Mario Sunshine zu zocken. Und es gibt sogar eine Mission bei dem Spiel, wo man den Bürgermeister retten muss. Und das Coole bei dieser Mission ist zum Beispiel, dass es mehrere Varianten gibt, wie man zum Bürgermeister kommt und ihn dann retten kann. Und ich möchte euch jetzt auch schon zwei Wege zeigen, wie ich den Bürgermeister gerettet habe. Hier ist der Bürgermeister, den wir retten müssen. Wir machen jetzt mal die Variante, die ich damals als Kind gemacht habe. Hier sind so viele Palmas, voll cool, Mann. Ich fühle mich hier wohl. Oder auch nicht, weil hier überall Lava ist. Und so habe ich mir halt immer den Weg frei gemacht in dem Wasser. Ja moin, ja moin. Wahrscheinlich, oder? Wahrscheinlich hat gerade so ein Fick davor runtergekackt. So. Hi. Und so habe ich damals diese Mission, als ich noch um einiges jünger war, gemacht. Und jetzt zeige ich euch eine Variante, wie es schneller geht und wie ich die Mission aus heutiger Sicht machen würde. Und das finde ich zum Beispiel bei dieser Mission so cool, dass es halt verschiedene Varianten gibt, wie man den Bürgermeister retten kann. Und das ist zum Beispiel eine Mission, die ich echt feier in dem Game. So, wir machen dich noch sauber. Nice, Mann. Ey, danke schön, Mann. Bis zum Mal. Und zum Beispiel ein Spiel, was ich auch sehr gerne gezockt habe, war Mario Kart Double Dash mit den verschiedensten Leuten zusammen. Und Mario Kart ist auch so eine Spielereihe, wo öfters unerwartete Dinge passieren und dadurch dann auch lustige Momente entstehen. Und ich möchte euch einen lustigen Moment zeigen, den ich einmal erlebt habe, als ich Mario Kart Double Dash live auf Twitch gezockt habe. Erster Platz ist meiner! Erster Platz ist meiner! Erster Platz ist meiner! Komm! Nimm die Ehre weg von ihm! Jawohl! Komplette Ehre genommen! Nein! 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 Bruder! 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 Ich verbinde wirklich viele schöne Momente mit Mario Kart Double Dash, aber mit Mario Kart Wii verbinde ich auch sehr viele schöne Momente. Mario Kart Wii war eines der wenigen Wii-Spiele, die ich damals besessen habe. Und es gab sogar mal einen Moment, wo ich glaube ich so um 5 Uhr morgens aufgestanden bin, um dann halt Mario Kart Wii online zu suchen. Und ich habe auch Mario Kart Wii sehr gerne mit dem Lenkrad gespielt. Und das war einfach ein ultra cooles Gefühl, Mario Kart Wii mit dem Lenkrad zu spielen. Und da konnte man auch dieses Spiel online zocken. Ich hatte einfach eine richtig schöne Zeit mit Mario Kart Wii. Und ich selber habe auch voll viel Zeit darin investiert,
Super Mario Odyssey zu zocken oder auch Super Smash Bros. Ultimate. Das ist auch immer so cool, finde ich, wenn ein neues, cooles Videospiel rauskommt, ist dann auf einmal das Videospiel bei vielen Leuten ein großes Thema und auf einmal spielen voll viele Leute das gewisse Videospiel und da kann man sich auch gut mit anderen Leuten darüber austauschen und das finde ich auch öfters einfach cool. Und ich fand auch die große Welt bei The Legend of Zelda Breath of the Wild voll beeindruckend, wenn man einfach in einer ganz großen Welt unterwegs war und einfach die ganze Welt erkunden konnte. Und ja Leute, ich wollte einfach mal mit euch zusammen in Nostalgie schwelgen und über ein paar Videospiele reden. Ich danke euch noch an dieser Stelle fürs Zusehen. Also, tschüss.